Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von der Pokémon Fan Edition Mondweiß. Ja, ich mache dieses Let's Play heute am 24.11.2012 zu meinem 14. Geburtstag. Genau, und ja, dann fange ich gleich mit der Aufgabe Press Enter an. Also, one or more funds used in this game do not exist on the system. Also, irgendeine Schriftart existiert nicht auf dem System. Egal. The game can be played, but the look of the game's text will not be optimal. Aber es kann gespielt werden, aber der Look wird nicht optimal sein. Okay, ist dabei egal. Ja, to install the necessary fonts, copy the files in this game's fonts folder to the fonts folder. Aha, egal. Also, einfach den Spielfonts in den normalen Fonts-Ordner kopieren in Control. Ja. Also, da fange ich gleich mit dem Spiel an, mit New Game. Ja. Also, danke für Ihr Interesse an Pokémon Mondweiß, viel Spaß beim Spielen, steht da jetzt, wer es nicht lesen kann. Ja, weiter. Und schon fängt's an. Es ist ein Fanspiel, aber ja. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Ulm. Aha, du schaust irgendwie aus wie der Eich, egal. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Wenn du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Also, brauchen wir Hilfe zur Steuerung? Ja, schon sagen wir mal ja. Moves to move the main character, also use to scroll through list entries. Also mit den Pfeiltasten kann man bewegen und durch Itemlisten scrollen. Use to confirm your choice, check things and talk to people. Also mit C kann man mit Leuten sprechen. X is used to exit cancel or choice or mode and open the pause menu. Also zum Pause-Menü öffnen und Sachen verlassen, kann man so sagen. Z ist hold down while walking to run, also so, sozusagen die Tourbrite in den Mal spielen. Man rennt dann. Und F5 best to use a registered key item. Zum Beispiel um, da wenn man darauf drückt, kann man zum Beispiel sofort das Fahrrad aktivieren. Ja. Gut. Okay, was brauchen wir noch? Hilfe zum Abenteuer? Mal schauen. Na gut, dann hören gut zu. Ja, die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Sammle Informationen, indem du mit Leuten redest oder Dinge überprüfst, egal wo du dich befindest. Neue Wege werden sich auftun, indem du Rätsel löst und Herausforderungen meisterst. Manchmal wirst du herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei also tapfer. Okay, interagiere mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Also, man hat keinen vorgegebenen Charakter, wie es ausschaut. Das ist unser Hauptziel. Drücke die C-Taste, um das Abenteuer zu beginnen. Okay, befolgen wir die Anweisungen vom Bildschirm. C. Wenn du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid. Okay, wir brauchen nichts mehr. Diese Welt wird vom Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Und das sieht man halt ein Marill. Oder Merrill, wie man halt sagen will. Ja, für manche Leute sind Pokémon Haustiere. Andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Aha. Ja, Professor, wie geht es Ihnen heute? Hier ist Ulm oder Eich oder Ulmeich, würde ich mal sagen. Wir wissen noch nicht alles über die Pokémon. Es gibt noch so viele Geheimnisse zu lüften. Darum widme ich mich Ihnen jeden Tag. So ein Streber. Ja. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Aha, Mädchen, Junge, Mädchen, immer mal Junge. Also der hat die Dienstbreite aus Pokémon Hakuls und Silver hat. Ja. Ist ja angelegt. Nun, wie sagtest du, ist dein Name noch gleich? Dann nehme ich dann mal Cubehead, wenn sich das ausgeht. Es geht sich, glaube ich, nicht aus. Dann nehme ich. Ich nehme einfach Ninja. Also X-Key. N. I. N. Ach,
Egal, ich nehme sie. Sie haben ihn schon. Es müsste sich ja ausgehen. Back. Lower. Innen. J ist A, B, C, D, J. Ninja. Genau. Gut. Du bist also CH-Ninja. Okay, ja. CH-Ninja. Eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Ja, wie schon gesagt, ist das kein... Aha, sie hat jemanden perlmäßig. Können wir gehen? Können wir schon rennen? Nein, geht noch nicht rennen. X macht das Menü, dann speichern wir mal. Would you like to save the game? Yes, sicher. Sie haben Ninja Save the Game. Ja, wie gesagt, ist das kein ROM, ist das keine ROM, ein Hack oder sowas. Es ist ein original programmiertes Spiel. Und ja, richtig normales Pokémon-Spiel halt, aber kein offizielles, sondern einfach ein Fan-Game. Und ich spiele es auch zum ersten Mal, also ist das ein Blind Let's Play. Und ja, dann, wie so normal bei Pokémon, gehen wir aus dem Haus. Viola. Aha, wir sind in Viola City oder so. Ja, Punkt, interessante Sprechblase. CH-Ninja. Ah, da kommt die Ulme. Oder Ech, oder wie auch immer. Professor, was machst du so ganz alleine hier draußen? Prof, ich verstehe. Du vermisst sie, oder? Wen vermisst er? Es ist auch schon ziemlich lange her, dass deine Mutter in das Niemandsland gereist ist. Aber sie kommt ja bald wieder. Aha, in Niemandsland. Interessant, was ist das? Wieder zurück. Professor, weißt du, CH-Ninja, ich könnte kurz deine Hilfe gebrauchen. Ja, okay. Mein Kollege Bill ist zurzeit in der Gegend. Wir haben gemeinsam einer Maschine gearbeitet, die den Menschen dabei helfen soll, den perfekten Pokémon-Partner zu finden. Aha. Mein perfekter Pokémon-Partner ist nämlich ganz groß und flauschig. Also ein großes, flauschig, fettiges Pokémon. Das mir auch mein Essen kocht, mein Bett macht und alles andere. Dann muss ich nichts machen und es kämpft auch für mich. Das wäre mein perfekter Pokémon-Partner. Wenn ich den kriege, dann bekommst du ein Zuckerleichel. Ulmo. Also. Nun, wie soll ich sagen? Wir haben die Maschine gestern fertiggestellt. Sie funktioniert einwandfrei. Aha, interessant, Eich. Ulm. Komm später einfach in mein Labor. Okay, wo ist das? Ich erwarte dich dort. Interessant. Mhm. Gut. Ja. Eine Beere. Der Artu Orenberis. Also es ist noch nicht ganz auf Deutsch übersetzt, wie merke ich gerade. Ja, dumme Erkenntnis. Would you like to pick the Beere? Sicherlich. Pick two Orenberis. Also das sind, glaube ich, Sinelbeeren, wenn ich mich nicht irre. Gut. Put the two Orenberis in the Beere's pocket. Ja, wir wissen. They soll return to its soft and loamy state. Okay. Ja, dann pflanze ich gleich neue Beeren. Mit soft loamy soil plant wäre sicherlich. Also wir haben was im Inventar? Nix. Sinelbeeren. Okay, rein damit. Der Ninja plantet eine Orenbeere in the soft loamy soil. Okay, passt. Ist das ein Untergrund, wie es ausschaut? Oh, auch nicht. Okay, es ist irgendwie so eine Fusion von der Texturen her, wie bei Pokémon Diamant, Perl, Platin und Hardgold und Silber. Aber es ist, wie gesagt, ein Heck. Wer runter? Haus des Wärters. Aha, was für ein Wärter? Das verstehe ich nicht. Irgendwo hier muss er doch sein. Aha, interessanter Wärter. Und wer muss hier sein? Ich. Hey, er hat doch eine Computer. Die könnten wir stehlen. Okay, nichts mit Laptop klauen. Fernsehen? Auch nichts. Gut, vielleicht weiterreden? Weiter. Oh, hallo, CH-Ninja. Wie es aussieht, habe ich den Schlüssel des Passierhauses. Ausverlegt, es könnte eine Weile dauern, bis ich ihn wieder gefunden habe. Okay, das heißt, dass wir in dem Kaff jetzt festsitzen, im Viola. Gut. Okay, ich brauche Turbo-Tritter, dann könnte ich ein bisschen schneller rennen.
Delta. Hier hängt noch kein Name, schickt nur, scheint gerade erst zugezogen zu sein. Aha, und der wohnt da. Sagen wir mal Hallo. Aha. Oh, hallo, wohnst du denn, Viola? Schön, wir sind deine neuen Nachbarn. Interessant. Okay, da komme ich nicht durch, muss außen herumgehen. Das ganze Kisten schleppen hat mich hungrig gemacht. Interessant. Das interessiert mich eigentlich nicht. Ist oben wer? Vielleicht ein Rivale oder so? Nein, Pummeluff. Ja. Komm, Pummeluff. Hier. Hey, ein seltenes Pokémon. Oh, es ist nur eine Puppe. Du musst Pummeluff. Vielleicht ist irgendwas im Computer? Nein. Okay, dann wieder runter. Und raus. Gut, wir müssen zum Professorenhaus, also zum Labo. Und das ist das. Viola. Westroute 13, Ostroute 01. Aha. Verschlossen. Ja, da wird das recht, das ist zu. Gut, renne, kleiner. Okay, gehen noch nicht. Einfach kein Türvertreter halten. Schild. Drücke die X-Taste, um das Menü zu öffnen. Ja, ich weiß. Was steht da? Professor Ulms Haus, das ist dann wahrscheinlich das Foto, aber gehen wir zuerst mal ins Haus rein. Aha, schaut wahrscheinlich aus wie seine Tochter, seine Enkelin, weil in der normalen Spielung hat ja da Eich eine Enkelstochter oder so. Und die heißt Zara Eich und die besitzt eine Pokémon, und da werden sie zusäulich und bla bla bla, ja. Papa arbeitet immer so lange, aber ich glaube, wenn ich groß bin, will ich auch die Pokémon erforschen. Aha. Ich strebe natürlich, glaube ich, Familie. Also ist das seine Tochter. Das ist irgendwie voll super. Ein alter Opa hat eine sehr junge Tochter oder so. Ja, rein mit uns. Jetzt raus. Zu Professor Ulm. Professor, sich an den Schatz. Ah, bist du ja. Ich habe schon auf dich gewartet, ja. Folge mir. Ich möchte dir meine Kollegen Bill vorstellen. Also Bill ist, glaube ich, aus dem Hauptspiel hat er das Pokémon-Lagerungssystem entwittelt und er will seltene Pokémon halten und ja, weiter. Er ist ein Genie und hat schon viele bahnbrechende Erfindungen gemacht. Ja, wisst ihr mal? Oder so. Professor, Bill, hast du kurz Zeit? Bill, oh ja, ich habe gerade nur ein paar kleine Checks durchgeführt. Nichts Wichtiges. Professor, ich möchte dir jemanden vorstellen. Das hier ist der Sohn von Professor Erle. Aha, unsere Mutter ist also auch eine Professorin. Interessant. Hallo, schön dich kennenzulernen. Und die Haninja hat dir der Professor schon von der Maschine erzählt, was für eine Maschine. Ah ja, hat er ja schon. Dass die Pokémon den perfekten Partner auswählen und ich auch den perfekten Partner halt bekomme. Bill, Wahnsinn, oder? Das wird vielleicht meine größte Erfindung überhaupt. Kann doch sein, Bill. Professor Bill, du sagst, dass die Maschine wäre bereit. Hast du etwas gegen einen kleinen Test? Mal schauen. Wahrscheinlich sind ja wir wieder das Testknickel. Und müssen reinsteigen oder in die Maschine oder so. Ja, mal schauen. Okay, bin nicht im geringsten, Professor. Ich denke, ein Testlauf wäre jetzt genau das Richtige. Professor C.H. Ninja, wie sieht es aus? Du sollst einen wichtigen Test lernen und draußen fängt es an zu schneien. Was magst du? Also, ich lerne weiter, ich gehe natürlich raus. Ich hasse still. Wichtiger Test, kommt drauf an. Da ich am Nachmittag sowieso nie lerne, sondern nur in der Früh und am Abend, ist es ja egal, ich gehe natürlich raus. Du und der Freund teilen sich einen Kuchen. Das Eierstück sieht etwas größer aus. Welches Stück nimmst du dir? Ich nehme normalerweise immer das kleinere. Ich bin so dumm. Okay, du fährst in eine Geisterbahn und plötzlich gibt es einen Stromausfall. Ich steige aus. Was tust du? Ich steige aus, ich bleibe sitzen. Ich glaube, ich bin zu ängstlich, dass ich aussteige, ich bleibe euch sitzen dabei. Okay, was magst du in deinen Ferien? Ich entspanne zu Hause, keine Ahnung, ich fahre in den Urlaub. Zu Hause? Meine Eltern wollen meistens in den Urlaub fahren, ich will daheim heimbleiben, also habe ich keine Ahnung. Es ist der 1. April, sagt dir das was? Ich sag dir das etwas sicherlich. Leute verarschen. Okay, dein Freund sagt dir im Sommer, dass draußen Meter hoch Schnee liegt. Wie reagierst du? Ich renne zum Fenster. Okay, beim Spazieren im Wald beginne ich dir Mühe. Was magst du? Ich renne scheinbar davon. Ich gehe rückt von, ich will es streicheln. Eigentlich will ich es ja essen, aber da das nicht geht, werde ich gehen. Ich meine,
Okay, egal. Deine Eltern schenken dir eine große Menge Geld. Was machst du damit? Einen Teil spenden, alles sparen, sofort ausgeben. Zurzeit will ich mir natürlich einen Laptop kaufen, aber da muss ich noch ein bisschen sparen. Ja. Sarkasmus ist mein zweiter Vorname, nicht mein Ding. Was ist mein zweiter Vorname? Eine Hängematte und eine Hüpfbrücke. Ich gehe zur Hüpfbrücke, ist lustiger. Gehst du lieber baden oder duschen? Wie meinen? Baden ist natürlich irgendwie. In Schwimmbad gehe ich lieber baden, nicht duschen, aber duschen, ich nehme mal ein paar. Das Wochenende ist für mich da, um Spaß zu haben, zu entspannen, zu lernen. Ja, wieso am Wochenende bitte lernen? Okay. Spaß zu haben. Der Fernseher gibt den Geist auf. Was magst du? Ich versuche ihn zu reparieren. Ich mache was anderes. Ich sehe mir das Testbild an. Ich mache was anderes. Okay, die Auswertung läuft. Eines von 18 Gruppen wirklich meins sein. Laut der Beschreibung in dem Forum, wo ich das runtergeladen habe. Das Visa-Board. Okay, die Auswertung läuft. Ja? Cooler, cooler. Ein Pokéball liegt im Schachgurt. Nur zu, Herr Ninja. Sieh nach, welches Pokémon du erhalten hast. Ja, ich kriege mein Starter-Pokémon. Chimcha, was ist denn Chimcha? Okay. Would you like to give a nickname for Chimcha? Ja. Ich nenne es einmal. Ich weiß nicht, was ich sicher sehe. Es ist Franz. So, mein erstes Pokémon heißt Franz. Ja, Professor, grandios, die Maschine funktioniert. Gute Arbeit, Bill. Ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Ja, wir haben alle nichts anderes erwartet, Bill. Okay, danke, Professor, aber ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Es war eine Gemeinschaftsarbeit. Ja, Schleimer. Professor, Cubehead Ninja, dieses Projekt könnte die Welt verändern. Wir brauchen allerdings noch ein paar Studien und ich möchte, dass du uns dabei hilfst. Jetzt kommt der Pokédex. Du musst nichts weiter tun, als dich mit deinem neuen Partner zu beschäftigen. Reise mit ihm durchs Land und trage Kämpfe mit ihm aus. Ganz so, wie es sich für einen Trainer gehört. Okay. Professor, dann zeigt sich von ganz allein, ob ihr beide füreinander bestimmt seid. Bitte, das für dich in Ordnung? Okay, ich wusste doch, dass ich auf dich zielen kann. Ich wollte eigentlich antworten. Ich hätte ja auch die ganze Stadt mit meinen neuen kleinen Pokémon verwüsten können. Wahrscheinlich ist es ein Topsy. Oder ein Robby, ich mag Robby. Ich wusste doch, dass ich auf dich zielen kann. Ach ja, bevor ich es vergesse, wirst du so nett, ein Paket bei Professor Lamba vorbeizubringen. Professor Lamba ist nicht auch so ein Anime oder so? Egal. Okay. Professor, sein Labor ist in Hooks City, also Hakenstadt. Ich habe ihm versprochen, es so schnell wie möglich vorbeizubringen. Interessant. Ob kein Paket, also ein Paket erhalten. Human Ninja Pokémon Paket in der Schlüssel-Items Pocket. Okay, das ist irgendwie lustig. In der Schlüssel-Items Pocket. Super. Ja, leider. Okay, Professor, ich ziele auf dich. Aber das heißt, die Tasche ja Basis-Item-Tasche, oder? Egal. Gut, ich ziele auf dich. Und ich will jetzt endlich wissen, was ich für ein Pokémon habe. Ich habe ein Franz. Ja, ich habe ein Panflam. Ja, ich mag Panflam. Ist einer meiner Lieblingsstarter. Aha, es hat Defense Down Special Attack Up. Also es hat eine super Spezialverteidigung, wie das steht. Okay, es sollte genügen für die Hauptstory. Also X. Gut. Dann gehen wir wieder raus mit Franz und tun mal wieder speichern. Would you like to save the game? Ja, sicherlich. There is already a saved file. Is it okay to overwrite it? Sicherlich. Okay, passt. Save the game. Und wie lange hab ich jetzt schon gespielt? Laut meiner Uhr circa 19 Minuten. Aber trotzdem. Time 00. Achso, 16 Minuten. Okay, exiten wir wieder, also rausgehen. Ja, ich habe einen Panflam. Okay, jetzt bin ich da. Mal schauen, ob jetzt offen ist. Ja, geht doch. Aber ich denke, das wird kein Problem sein. Oh, hallo, Cuban Ninja. Was sehe ich da? Nein, du hast nicht mein Pokémon entdeckt. Ich werde dich umbringen sonst. Du hast jetzt endlich dein eigenes Pokémon. Das bedeutet wohl, dass du dich auf eine große Reise begibst. Kann sein, muss aber nicht sein. Ganz wie deine Mutter. Du weißt ja, dass es ihr immer ihr Traum war, die Welt zu erkunden. Wirklich? Ich weiß das überhaupt nicht. Das Niemandsland zu erforschen ist keine einfache Angelegenheit. Findest du?
Wenn man Pokédex eintragen, gibt es das ja nur ein Mew oder so. Und wenn du wenn sie dann das Mew hat, dann wird sie mich mit mir fighten wollen, wahrscheinlich die Mutter und ja. Fantas. Es ist riesig, voller Irrwege, Gefahren, Geheimnisse und starke Pokémon. Aber keine Sorge, deine Mutter hat ja nicht einfach so den Zugang zum Niemandsland gewährt bekommen. Sie ist eine starke Trainerin, das weißt du ja. Ich dachte, sie ist eine Professorin. Aha, ja, weiter. Und ich wette, du wirst ein mindestens genauso starker Trainer werden. Und sie dann vernichten und für immer beiseite schaffen. Das ist jetzt ein bisschen hart gewesen. Egal. Huch, wie die Zeit vergeht. Ich muss langsam los. Alles Gute wünsche ich dir dann noch. Punkt. Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Okay, tschüss, Wärter. Wärter? Pass gut auf dich auf, Sihaninjo. Die wilden Pokémon sind nicht zu unterschätzen. Interessant. Warte, habe ich schon Pokébälle? Achso, ich muss mir noch Pokébälle kaufen. Pokébälle, Pokébälle. Ah, da ist ein Pokémon Center. Vielleicht ist ja da schon auch der Shop drinnen. Pokémon Center? Das ist ja kein Pokémon Center. Was ist das für ein Kaff? Also, typisch für eine Anfangsstadt, kein Pokémon Center oder sonst irgendwas. Vielleicht gibt's ja da irgendwas? Cerninja bootet ab, der PC, okay. Which PC should be associated? Bills? Ja, Lagerungssystem. Halb Pokémon drinnen? Ja, war klar. Kein Pokémon. Okay, tschüss. Dann müssen wir bei Computer. Tschüss, Computer. Mal schauen, die Karte von der Region. Ah, geht doch. Also, das ist die Region Krypto. Und das sind die Städte. Wir befinden uns gerade in Viola, dann kommt Haken City, Hook City, eine kleinere Stadt wieder, dann das Timber City mit dem Radioturm. Ja, schaut ganz nett aus, die Region. Und wenn aber die normalen Haupt-Pokémon-Spielregionen basieren meistens auf Japan, außer den neuen Pokémon Schwarz-Weiß-2, die basieren auf Nordamerika, kann man sagen. Ja, ein Trainer. Diese Stufe kann man noch nicht hochklicken, dafür kann man aber umso besser herunterspringen. Ja, okay. Das Schild, Tipps für Trainer. Ja, war klar. Wähle das hohe Gras, wenn du nicht gegen wilde Pokémon kämpfen willst. Aber ich will ein wildes Pokémon kämpfen lassen. Mal schauen, wie komme ich gegen den Trainer da oben an? Okay. Ja, was will der Typ? Was war jetzt? Ah, nix. Typ? Wilde Pokémon springen dich im hohen Gras gerne an. Wenn du Pokémon fangen willst, musst du ins hohe Gras gehen und sie suchen. Ja, also, ob ich das nicht gewusst hätte. Ja, und das erste Let's Play wird an dieser Stelle wahrscheinlich geschnitten werden.